Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Mini Klangwunder. Das wird ein Video der etwas anderen Art, denn in Anlehnung an letztes Jahr Weihnachtszeit habe ich ein paar Videos rausgebracht, die sich sozusagen um Weihnachten gedreht haben, ein paar kleine Produktvorstellungen. So ähnlich soll dieses Video werden, nur mit dem Unterschied, dass, wenn ich mich hier so umgucke, ich ein paar mehr Produkte habe. Ich werde auch nicht ganz so detailliert auf die Produkte eingehen, wie ihr es sonst in Reviews gewohnt seid, sondern ich werde euch einfach versuchen, diese Produkte ein bisschen näher zu bringen, die zu zeigen, wie sie an mir stehen, also Kopfhörer zum Beispiel. Ich habe alle Produkte, die ich euch vorstelle, schon längst in den Händen gehabt und auch benutzt, deswegen kann ich auch überall etwas zu sagen. Tatsächlich ist es so, dass ich auch nicht zu allen Produkten bis jetzt ein Video gemacht habe. Ich habe auch nicht zu allen Produkten bis jetzt einen Artikel geschrieben. Das dauert einfach. Deswegen alles, was ich euch jetzt zu den einzelnen Produkten sage, das sind meine Eindrücke sozusagen im Schnellformat, möchte ich es nennen. Der Hintergrund ist, ich wurde öfters angeschrieben, also in der letzten Zeit, mit der Frage danach, ob ich nochmal solche Weihnachtsvideos rausbringe. Das ist jetzt dieses Format. Ich fand die Videos nicht schlecht, aber nach Rücksprache mit meiner Frau tatsächlich etwas zu spät. Einfach ein bisschen zu spät, um dann noch die letzten Geschenke zu finden. Deswegen, also meine Frau meinte, Mensch, dann mach doch mal so ein Geschenkefinder-Video. Ein bisschen früher. Ja, und jetzt ist ein bisschen früher. Wir haben noch etwas über einen Monat zum Heiligabend, zu den Gabentagen. Und ja, da stelle ich euch jetzt einiges vor. Kleinere verschiedene Videos und hoffe, dass ihr einfach ein paar Sachen seht, ihr für interessant findet und dann könnt ihr euch auch die Suche machen, wo ihr die findet. Ich werde auch explizit keine Links unter dieses Video machen, das sage ich jetzt schon mal ganz klar. In diesem Video werde ich einblenden, um was es sich handelt. Falls ich dann eben eine zu undeutliche Aussprache habe, dann könnt ihr das ablesen. Was ich damit bezwecken will, ihr seht, dass ich dann keine Links habe, wo ich irgendwohin verweise, wo sich dann irgendwas hinter verbirgt, wo ich in irgendeiner Art und Weise zum Beispiel einen geldlichen Vorteil habe. Ja, das als Einführung für dieses erste kleine Video. Dann starte ich mit den ersten Produkten. Wisst, braucht man für jeden Kopfhörer irgendein Gerät, mit dem man zuspielt, ob das nun ein Handy ist, ein DAB, es gibt auch Kopfhörer, da braucht man ein bisschen mehr Leistung und ich habe mir gedacht, ich zeige euch einfach mal, was ich noch so an Verstärkertechnik aktuell hier habe und was auf jeden Fall zu überdenken ist, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, vielleicht euch selbst einen guten Kopfhörerverstärker jetzt noch zu kaufen oder zum Beispiel auch zu verschenken. Anfangen möchte ich mit dem kleinsten im Bunde. Das ist der Fio Q3. Ich habe den kleinen Kopfhörerverstärker schon ausgiebig benutzt. Super funktioniert er an jedem iPhone, Tablet. Steht auch extra drauf. Hier sieht man das schön. Ja, wird explizit benannt. MFI zertifiziert. Ganz tolle Sache. Bedeutet nämlich, ihr braucht kein Kamerakit oder dergleichen. Einfach das Kabel nehmen, was hierbei ist, anschließen und Spaß haben, hätte ich fast gesagt. Also einfach reinhören. Typische Verpackung von Fio mit dem Karton, wo man den Deckel abzieht. Ich möchte euch einfach nochmal kurz den Verstärker selbst zeigen, wie klein oder wie groß der ist. Ja, das ist er. Hier für die Kennerblicke sofort zu sehen. Ein Balanced-Anschluss dabei. Und an den Seiten nichts, hinten aber Schalter, da kann man den Akku mit ein- und, also das Laden des Akkus ein- und ausschalten. Das ist wichtig für die iPhones, dass da eben kein Strom genutzt wird. Die typische Bass-Taste, der Bassschalter, USB-C. Und ein Gain-Button ist da auch noch bei. Ordentlich Leistung. Also es gibt sehr schöne Kopfhörer, die man damit antreiben kann. Da zeige ich auch noch mal so ein Set demnächst, wo der kleine Kopfhörerverstärker quasi nach Schreit benutzt zu werden. Auf der anderen Seite kann ich sagen,
muss man keinen speziellen Kopfhörer dran betreiben. Auch In-Ears geht wunderbar daran. Hat nochmal eine ganz andere Klangerfahrung mit einem kleinen Kopfhörerverstärker wie dem. Fio Q3. Der hat nämlich einen integrierten DAC. Hat man sich schon denken können, wenn ich sage, man kann den an Tablet, an iPhone oder iPad anschließen. Und das macht dieses Paket so schön, am Rechner zu benutzen. Das heißt, sehr flach, habt ihr gerade gesehen, kann ich ohne Probleme in der Aktentasche stecken, mitnehmen, auch auf Dienstreise, am Notebook direkt betreiben oder wenn ich das jetzt nicht brauche, nicht möchte, an iPad dranhängen, an ein iPhone dranhängen und dann kann ich in bester Qualität eben wirklich Musik hören mit kabelgebundenen Kopfhörern. Als Beispiel ein Kopfhörer, der sehr gut daran läuft, das ist zum Beispiel ein HE400i aus dem Jahr 2020 von Hi-Fi Man oder aber sogar ein Denknark Audio und zwar ein Aion Flow 2, egal ob geschlossen oder offen, lässt sich hiermit super betreiben. Mit symmetrischer Zuspielung hat es auch reichlich an Lautstärke, selbst mit diesen beiden Kopfhörern, die ein bisschen mehr Leistung brauchen. So, das war der erste kleine Kopfhörerverstärker, wirklich ein kleiner Taschenverstärker. Ich komme nochmal auf Fio zurück, und zwar auf den Fio K5 Pro. So sieht der aus. Das ist ein reiner stationärer Verstärker mit Netzteil dabei, Dreifach-Gain, der hat richtig ordentlich Leistung. Hier kann ich den benannten Aion Flow 2, auf den werde ich immer öfter verweisen, weil der braucht halt viel Leistung, ordentlich dran betreiben, auch wenn der keine symmetrische Zuspielung hat, das macht gar nichts. Der hat reichlich Leistung. Selbst ein Headphone lässt sich an dem sehr laut hören. Hier ist einfach mal der K5 Pro in seiner ganzen Pracht. Ihr hört das. Im Lautstärkeregler, ein analoger Lautstärkeregler, ist auch der Schalter enthalten. Hier auf der Rückseite sieht man auch schön die Eingangsmöglichkeiten. Ich habe drei Eingänge und zwar kann ich nämlich zwischen 1, 2, 3 schalten. Und zwar ist der eine Eingang USB, dass ich direkt vom Rechner über den internen DAC gehen kann. Ich habe dann noch die Möglichkeit über optische Zuspielung oder SPDIF und hier als Line-In. Das finde ich total gut, dass ich hier alles habe, also nicht nur digital, sondern auch genauso analog. Tolle Sache. Preislich auch sehr attraktiv, muss ich sagen. Als Geschenk ist der Q3 genauso wie jetzt der K5 Pro, die sind beide auch als Geschenk durchaus möglich. Von dem Price Range her ist das völlig im Rahmen, wie ich finde. Eine schöne Ergänzung, ist jetzt kein Verstärker, aber wo ich gerade den K5 Pro nenne, da gibt es noch so diese Cradle, die DK1. Und zwar sieht die so aus, ja, so ein bisschen spaciger, wie ich finde, sehr schön. Und zwar habe ich hier hinten Power-In und dann kann ich mich entscheiden, ob ich Daten rein oder Daten raus habe. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich kann auch ein Handy reinstellen, warum? USB-C. Sieht man das einigermaßen? Schattenwurf ist nicht so dolle hier. Und zwar ist das hier auch flexibel. Also ich könnte hier sogar ein ganz normales USB-C-Handy reinstellen und das als Docking-Station nehmen, im Sinne von Daten vom Handy auch abrufbar machen. Ich habe es aber eigentlich eher benutzt für den, um euch das zu zeigen, den Fio M12. Der passt hier selbst mit der Hülle gut rein. Ich stelle den da rein. Und jetzt sage ich es mal so, wenn ich dann am Rechner sitze und ich habe einen Arbeitsplatz und möchte irgendwo mein DAB ablegen oder benutzen, dann kann ich das über die Cradle machen und direkt am Rechner anschließen und damit das Gerät nutzen. Ich kann aber auch sogar die Cradle, wenn ich jetzt ein bisschen mehr Leistung brauche und nicht den DAB nutzen möchte, also und den M12 nutzen möchte, dann nehme ich die Cradle und kann über die Cradle auch an den, ich habe euch das gerade gezeigt, hier, an den K5 Pro gehen. Jetzt würde ich es vielleicht nicht unbedingt so aufbauen, aber das ist eine sehr schöne Ergänzung, wenn man den K5 Pro hat,
und in irgendein Gerät, sage ich jetzt mal knallhart, nutzen möchte als Zuspieler mit einem USB-C Steckplatz, also mit einer USB-C Schnittstelle. Aber selbst der M12 ist da ohne Probleme nutzbar. Ja, mir ist gerade aufgefallen, ich habe immer M12 gesagt. Das ist natürlich nicht der M12, das ist der M15. Mein Problem ist nur, was ich gerade habe. Ich habe jetzt so viele Bezeichnungen und so viele Sachen im Kopf, dass ich irgendwie bei M12 hängen geblieben bin. Freudsche Fehlleistung, es sei mir verziehen. Natürlich meine ich den FIU M15. Also, bitte ich zu verzeihen. Ich möchte euch jetzt noch den Phonitor One D vorstellen. Das ist ein recht neuer Kopfhörerverstärker von SPL Audio. Ihr seht hier mal die Front, also da ist auch ein Crossfeed bei. Das ist so ein 30 Grad Crossfeed. Der ist fest installiert. Man kann den nur in der Intensität hier ändern. Und zwar ist hier so eine Art Hysterese. Ihr werdet das merken, wenn ihr den benutzt, dann müsst ihr erst ein ganz kleines Stückchen andrehen und dann wird umgeschaltet. Und zwar lässt sich dann der Bereich regeln, bis man quasi alles aus der Mitte hört. Und wenn man dann zurückdreht, wird es auch ja sozusagen erst, wenn ihr den komplett auf Null dreht, sozusagen wieder abgeschaltet. Ja, also ihr hört das auch, das Zuschalten. Das ist diese so eine analoge Zuschaltung quasi über. Es ist so ein kleiner Klick dann zu hören. Und damit das nicht prellt, ist da einfach so eine kleine Hysterese drin. Super gemacht. Hier schöner analoger Regler. Bedient sich auch sehr satt, fühlt sich sehr hochwertig an. Auch die Bedienung, sowas gefällt mir ja. Und dann hier seht ihr schon einen Schalter. Und zwar bietet der Line-In 1, Line-In 2 und USB. Und das finde ich richtig klasse. Ich zeige euch mal die Rückseite. Wird mit 12 Volt DC angesteuert. Und was ganz besonders ist bei dem, das wird aber den Profis auffallen. Ich habe hier Mono 6,3 mm Mono Klinkenbuchsen und nur einmal RCA, also Cinch. Das ist Studiotechnik. Da wird quasi alles oder sehr viel mit eben Kabeln verkabelt, die 6,3 mm Monoklinke haben. Da kann man immer die gleichen Kabel nutzen, die sind schnell rein und raus gesteckt. Das ist wirklich ausgeliehen sozusagen aus der Profi-Ecke. SPL Audio ist ja bekannt für Profi-Geräte und dieser Kopfhörerverstärker ist jetzt einer von den neuen, von der neuen Marke, also von der neuen Serie, und zwar die Serie One, die aus meiner Sicht auch überall zu Hause eingesetzt werden kann. Also Wohnzimmer, sowieso im Büro, weil das Gehäuse einfach so klasse aussieht und nicht irgendwie zu sehr nach Studio wirkt. Preislich auch sehr attraktiv, die Geräte. Also da gibt es momentan vier verschiedene. Das, was ich euch gezeigt habe, ist das ist der Kopfhörerverstärker mit eingebautem DAC. Den gibt es auch nochmal ohne DAC. Und dann gibt es noch zwei andere verschiedene, einen Control One und einen Mark One heißt der dann. Die haben noch deutlich andere Features. Das geht dann schon wieder mehr in die Pro-Eck hinein. Da kann ich dann umschalten zwischen Kopfhörer und angeschlossenen Monitoren, die ich wirklich auf dem Tisch stehen habe. Das ist hier bei dem Control One D nicht der Fall. Aber ein sehr tolles Gerät, was ich euch auch nur ans Herz legen kann, wenn ihr auf der Suche seid. Vielleicht ist das genau was für euch. Ja, den Karton, den würde ich euch gerne zeigen. Kann ich auch machen, aber ihr werdet nicht so viel sehen, denn der ist in einem sehr schönen, edlen, dunkelgrün gehalten. So, und ihr seht jetzt, warum ihr nicht so viel davon seht, weil das ist jetzt quasi mein Greenscreen-Ersatz. Sieht lustig aus, wollte ich euch aber nicht vorenthalten. Den Karton natürlich. Dann habe ich für euch noch ein interessantes Produkt, und zwar der Lotu S1. Das ist ein kleiner Kopfhörerverstärker. Ihr habt schon gesehen, Sample steht da noch drauf. Der ist auch MFI-zertifiziert. Den könnt ihr direkt so an einem Tablet anschließen oder an einem iPhone, also an einem iOS-Gerät. Der hat auch keinen Akku und nichts. Der braucht halt wirklich
Spannung und Stromenergie von dem angeschlossenen Gerät. Deswegen kann ich den auch jetzt gar nicht einschalten, aber ihr seht schon, ein sehr kleines Gehäuse. Und was interessant ist, ja, USB-C zum Aufladen. Ich versuche das mal scharf zu kriegen für euch hier. Da seht ihr das vielleicht schon. Der hat noch einen, neben dem 3,5 mm Klinkestecker für Kopfhörer, auch noch einen 4,4 mm symmetrischen Anschluss. Ganz großes Kino bei dem kleinen Gerät. Hat auch seinen Preis, ist aber ein sehr hochwertiger Kopfhörerverstärker, weil der quasi, egal an welchem Gerät spielt, ob ihr ein Notebook habt, ob ihr iOS habt, ob ihr Android habt, ob ihr ein Tablet habt, völlig egal, einfach dieses Gerät dran stecken und gut ist. Und was der auch noch hat und den auszeichnet, das ist, der hat tatsächlich, wie soll ich jetzt sagen, Presets, die man durchaus gebrauchen kann, schon eingespeichert. Das heißt, ich kann da ohne Probleme Kopfhörer heller klingen lassen, ein bisschen mehr Bass, aber eben nicht so, das ist eben nicht billig gemacht, sondern schon auf einem sehr hohen Level, wo man merkt, wenn man, sage ich mal, auch einen guten Kopfhörer hat, da hört man diese Unterschiede so als Nuancen, dass das wirklich das ausmacht. Das ist dann eben nicht wie bei sehr einfachen Geräten, dass das dann völlig mittenlastig ist und nicht zu gebrauchen ist oder so. Das hat er alles integriert. Hier sind auch noch ein paar andere schöne Modi drin. Einfach mal angucken, ein ganz tolles Gerät. Kann ich nur empfehlen. Auch das wäre vielleicht was, wenn man sich selbst ein kleines Geschenk machen möchte. Komme ich zu dem letzten Verstärker. Und zwar, ja, der ist wieder ein ganz besonderer Verstärker. Ich will mal gucken, ob ich das Licht so hinkriege. Hier, da sieht man es. Ja, also es ist ein Stax-Verstärker. Und zwar der SRM-D10. Den nutze ich sehr viel. So schön ist der gebettet, dass man das mal sieht. Aufpassen, dass er nicht rausfällt. Oh ne, rausgefallen wäre nicht der Verstärker selbst, sondern gleich mit der ganzen Schaumstoffmatte. Hier drunter sieht man nochmal, wie die Zubehörsachen verstaut sind. Also auch sehr schön gemacht. Ja, kleiner, mobiler Stax-Verstärker. Ist ein aktuelles Produkt, ist auch schon länger auf dem Markt. Ich wollte euch einfach mal zeigen, wie groß oder wie klein der ist. Ja, auch hier sehr schön analog und, was sofort auffällt, eine grüne LED, die auch sofort angegangen ist. Der ist nicht mit Akku. Der ist mit Akku. Ich habe hier hinten die Möglichkeit, und das ist total klasse, Line-In und per USB reinzugehen. Sprich, hier ist ein DAC integriert. Ich hatte schon mal über den SRM D50 berichtet. Der einzige stationäre Kopfhörerverstärker von Stax mit einem DAC drin, in einem Preisbereich, der vertretbar ist, also, oder sagen wir mal, vertretbar, sind alle vertretbar, aber der erschwinglich ist, so möchte ich es nennen. Und jetzt eben als mobile Variante der SRM D10 mit der Möglichkeit, analog reinzugehen oder eben digital, schalte ich hier um. Erkennt er auch sofort. Ich brauche auch keine Treiber installieren bei Windows, einfach anschließen, läuft. Ja, ich betreibe an dem einen L500 Pro und hatte den L700 Pro genauso dran betrieben. Ich bin umgestiegen auf den L500 Pro. Gefällt mir persönlich tatsächlich noch ein bisschen besser als der 700er, auch wenn er günstiger ist. Und mit dem Gespann habe ich endlich die Möglichkeit, einfach auch mal, wenn ich mit meinem Notebook mich hinsetze und ein bisschen was mache, dann kann ich auch mal einen Stax hören und muss nicht immer, ja, sozusagen in meinen Sessel an mein Audio Vive Solaris gehen, um dann dort mit dem Stax Musik genießen zu können. Das geht jetzt auch hier mit. Ist nicht ganz auf dem Niveau, wo der Audio Vive liegt, aber schon richtig gut. Richtig, richtig gut. Also für alle, die Stax besitzen, Stax-Kopfhörer besitzen, und zwar mit dem Pro-Anschluss, vielleicht ist das auch für euch nochmal eine Überlegung, hier den SRM D10 sich anzugucken, anzuhören und sich vielleicht auch selbst unter den Weihnachtsbaum zu legen, weil so ganz preisgünstig ist er nicht. Im Vergleich zu allen anderen Verstärkern schon, also den größeren, aber absolut zu empfehlen. Super geiles Teil. So,
Ja, das war sozusagen der erste Teil meines Geschenkefinders und hier in diesem Teil hat sich alles um ja, Verstärker, Kopfhörerverstärker und dieses eine Zubehör für den Kopfhörerverstärker gedreht. Preislich habe ich mir auch nicht vorgenommen, da jetzt irgendwelche Grenzen zu ziehen, weil ich denke, da muss einfach jeder für sich selbst wissen, suche ich was für mich selbst, suche ich was vielleicht zum Verschenken. Ich glaube, da war für jeden und für alle Möglichkeiten was dabei. Ja, in dem Sinne, ich schaue mich so um, was als nächstes kommt. Schaut euch das nächste Video an, wenn euch das gefallen hat. Gerne auch eure Kommentare. Wollt ihr sowas öfter mal sehen oder nicht? Kann ich natürlich auch jederzeit tun, sowas und nicht nur vor Weihnachten. Dann kann ich zumindest durch die Produkte gehen, die warten darauf, ein eigenes Video zu bekommen. Ja, lasst mir einfach eure Kommentare da. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Tschüss und bye bye.